Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coffee Talk, Episode 2, Butterfly in Hibiskus. Tja, in der letzten Folge war ja der Agent wieder da. Auch Silber und Amanda, der gute Agent, hat sich ein bisschen mit Silber unterhalten, hat seine Beweggründe erklärt. Und ja, ich frage mich auch trotzdem, wie gesagt, was würde passieren, wenn man ihm den Ausweis gegeben hätte. Oh nein, ich habe immer noch nicht geguckt wegen dem bösen Ende, ob es ein böses Ende gibt vom ersten Spiel. Denn wenn ja, wie gesagt, ich kenne es nicht. Aber mal gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine lange, lange Nacht werden wird. Ja, mag schon sein, aber erstmal lesen wir uns hier dann die Geschichte durch. 7. Juli auf der Elsterbrücke, auch wieder von ihr, Welt heute. Die sah so hübsch aus in ihrem geliehenen Yukata mit Hanfmuster. Wie schade, dass es heute Abend regnete. Ich fragte mich, ob der Verleih einen Aufschlag verlangen würde, wenn wir die Kleidung etwas feucht zurückgeben würden. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich darauf bestanden hatte, dass wir uns für das Tanabata-Fest auf traditionelle Weise kleiden. Diese trüben Gedanken verschwanden sofort, als ich sie sah. Sie sah aus, als käme sie direkt aus einem Makoto Shinkai-Film. Das war es alles wert. Wenn sie mehr verlangen würde, würde ich meine Ersparnisse der Verleihdame in den Rachen werfen. Es war es wert, sie wie aus einem Traum ansehen zu können. Sie mit ihrem Yukata und einem Regenschirm in der Hand. Meinem Herzen und so. Schade, dass alter ihr und Vega dich heute Abend bei dem ganzen Regen nicht treffen können, Ah, du erinnerst dich an die Geschichte. Gut. Wie gemein. Ich höre bei deinen Astrologie-Geschichten zu, weißt du? Astronomie. Aber danke, dass du für meine Geschichten da bist, Fräulein. Unter unserem durchsichtigen Regenschirm teilten wir das, was Verliebte im Regen in ihrer eigenen Welt nun mal teilten. Der Schrein, zu dem wir gingen, war unerwartet voll, durch den Regen und die Pfützen ein wenig schmutzig. Wir mussten uns in einer kleinen Schlange für unsere Wünsche anstellen, aber wir mussten uns die Zeit mit kleinen Gesprächen füllen, wie es Verliebte eben tun. Sie versteckte ihren Zettel vor mir, aber ich versuchte einen Blick auf ihre Wünsche zu werfen. Niedlich, als ob sie mich nicht bitten würde, ihn an die höchste Stelle der Bombestämme zu hängen. Hey, können wir nächstes Jahr wieder hierher kommen? Ihre Stimme war ein bisschen zu leise und ging im Geräusch des Regens fast unter. Ich würde mich sehr freuen, aber willst du deine langen Fähre nicht nutzen, um irgendwo anders hinzufahren? Wo du noch nicht warst? Nee, mir gefällt es hier. Es sieht am Mond so schön aus. Wirklich, aber es regnet und der Mond ist nicht mal zu sehen. Dummer Junge. Ihr Grinsen war schöner als alle Vollmonde, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir ließen uns Zeit und gingen langsam durch die nächtlichen Straßen nach Hause. Nur wir beide. Aber weißt du, ich bin froh, dass du denkst, dass wir immer noch die Welt bereisen können. Dass wir dann immer noch wir sind. Ich wusste, dass ich so etwas nicht sagen sollte, aber es fühlte sich an, als hätte meine Unsicherheit die Oberhand über mich gewonnen. Ach, hübscher Junge. Du willst mir wohl die Laune verregnen, was? Tut mir leid, ich konnte es nicht lassen. Was ist, wenn es nächstes Jahr wieder regnet? Was ist, wenn es zwischen uns nicht mehr so sonnig und fröhlich ist wie früher? Du erinnerst dich doch daran, dass ich alter ihr und Vega in deiner Tanabata-Geschichte nicht auf der Elsterbrücke treffen können. Wenn es regnet, wäre die Brücke doch leer, oder? Sie trat vor mich, immer noch so nah unter unserem Schirm. Was auch immer passiert, wenn es nächstes Jahr am 7. Juli regnet, werde ich mit diesem Schirm auf der Elsterbrücke auf dich warten, Dummchen. So, oder auch nicht. Guten Abend. Hey, Hoji. Wie geht es dir? Nicht so schäbig, hoffe ich. Alles in Ordnung. Sicher? Positiv. Was ist mit dir? Was macht die Arbeit? Meine Schicht ist vorbei. Also habe ich jetzt frei. Schön. Es erinnert mich daran, dass Hyde erst neulich hier war. Ah, stimmt ja. Saved $100. Prevent Gala from getting fined.
Danke übrigens, dass du ihm die Schlüsselkarte gegeben hast. Gut mitgedacht. Du hast mir 100 Mäuse gespart. Kein Prop. Moment, was? Ein Ersatzschlüssel hätte mich mindestens so viel gekostet. Mit den Bußgeldern und allem. Oh, teuer. Gut, dass Hyde da war, um zu helfen. Ha, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er in Seattle sein würde, um ehrlich zu sein. Oh, hast du ihn nicht wegen des Ersatzschlüssels angerufen? Habe ich. Also? Sag mir einfach, ich hatte eine Ahnung. Seine Besuche verlaufen nach einem bestimmten Muster, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Er fliegt hierher, wann immer er von etwas genug hat. Es könnte um die Arbeit oder das Leben gehen. Oder einfach, weil er sich langweilt. Wie köstlich in L.A., wie er sagt. Verstehe. Ich wusste nicht, dass er Seattle so sehr mag. Oder es gibt etwas, das ihn immer wieder hierher zurückkommen lässt. Wirklich? Was denn? Rate mal. Ah. Nun, wenn ich raten müsste. Vielleicht liegt es an dir? An mir? Ich meine, ihr beide steht euch sehr nahe. Und gute Freunde sind heutzutage schwer zu finden. Ha, ich verstehe. Nun, er ist nicht jemand, der viel Wert auf Verbindungen legt. Das behauptet er zumindest. Ist das so? Haha. Er weiß, vielleicht ändert sich das ja gerade. Denn die Antwort ist mehr oder weniger dein Café hier. Wirklich? Es gibt nicht viele Orte mit einem guten Publikum und einer warmen Atmosphäre. Und dazu noch mit einem hervorragenden Gastgeber. Und wie du gerade gesagt hast, sind gute Freunde schwer zu finden. Was kann man daran nicht mögen? Es wäre wirklich eine Ehre, wenn er es so empfinden würde. Hat er dir den Grund für seinen Besuch genannt? Ja, er zieht wieder hierher zurück, richtig. Zumindest ist das der Plan. Ja, was für eine schöne Überraschung. Er hat mir gesagt, dass er ein paar Dinge zu diesem Thema zu besprechen hat. Das ist auch der Grund, warum ich heute Abend hier bin. Abgesehen davon, dass ich mir ein heißes Getränk besorge. In diesem Sinne, ich bin so bereit, deine Bestellung aufzunehmen. Vielen Dank. Henry hat mir von diesem indonesischen Ingwergetränk erzählt. Es enthält Milch, Honig und ein paar andere Dinge. Ich glaube, es heißt STMJ. Ich nehme eine Tasse davon. STMJ. STMJ, STMJ. Hängt heißt STMJ. STMJ. Ach hier. Milch, Ingwer, Honig. Milch, Ingwer, Honig. Milch, Ingwer, Honig. STMJ. Ja, aus Indonesien. STMJ. Ein nahrhaftes Getränk aus dem Archipel kommt sofort. Danke dir. Was ist da noch gleich drin? Es ist eine heiße Mischung aus Ei, Milch, Ingwer und Honig. Bei einer heißen Mischung aus Ei, da muss auch gucken, dass das nicht stockt, das Ei. Der Name des Getränks ergibt sich aus den Zutaten Susu, Telur, Madu, Jahre. Milch, Ei, Honig und Ingwer. STMJ, naja. Kein Wunder, dass es mich ein bisschen an Eierlikör erinnert. Bin auch würziger und nicht so reichhaltig. Aber ich kann verstehen, warum Henry es mag. Es ist ein großartiges Ausdauergetränk.
Er braucht das wahrscheinlich, um mit Rachels Arbeitsschritt zu halten. So, Henry ist Rachels Vater, falls ihr das noch nicht mal wisst. Der Katzentyp Vater. Du hast wahrscheinlich recht. Solange er daran denkt, Pausen zu machen. Wahrscheinlich sollte ich ihn mal auf ein Getränk hier einladen. Was denkst du? Das wäre schön. Dann betrachte es als erledigt. Ach, endlich mal Umsatz. Weißt du was? Ich glaube nicht, dass Hyde heute Abend auftauchen wird. Oh, warum das? Als ich ihn vorhin anrief, um es zu bestätigen, klang er ein wenig genervt. Draußen ist es auch nicht gerade schön. Ich dachte, er mag so ein Wetter. Er? Ja. Sein Auto? Nicht so sehr. Das Ding wird es einen Sturm nicht überleben. Jetzt, wo du es sagst, du könntest recht haben. Ich habe ihn früher in diesem Auto gefahren. Hat er dir gesagt, wie alt das ist? Ja, er hat mir die ganze Vorgeschichte erzählt. Oh. Ich bin nur überrascht, dass er es überhaupt noch benutzt. Das Auto hat offensichtlich eine besondere Bedeutung für ihn. Er war auch ziemlich sentimental. Deshalb frage ich mich, ob es etwas damit zu tun hat, dass er wieder hergezogen ist. Wie meinst du das? Er hat schon mal hier gelebt, oder? Ja. Und er sprach auch immer wieder von der Vergangenheit. Willst du damit sagen, dass ein Schritt von Nostalgie motiviert ist? Ich wollte Heimweh sorgen. Aber ich merke, dass das keinen Sinn ergibt. Ich verstehe aber, was du sagen willst. Es ist die seltsame Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Wenn man bedenkt, wie schnell sich die Dinge heutzutage ändern. Vielleicht sogar zu schnell. Es ist wirklich ironisch. Was denn? Wenn du lange genug lebst, wirst du feststellen, dass die einzige Konstante im Leben die Veränderung selbst ist. Dinge wie die Verschiebung von Notwendigkeiten, ungeahnte Wendungen, Verfall. Das ist etwas, womit wir auf unbestimmte Zeit umgehen müssen. Wenn man bedenkt, wie lange wir leben, sollte man meinen, dass wir uns irgendwann daran gewöhnt haben. Aber das tun wir nie. Jedenfalls nie vollständig. Der Gedanke, sich an Veränderungen zu gewöhnen, ist wohl ein Paradoxon an sich. Ha, das leuchtet ein. Vielleicht ist die Nostalgie wie ein Anker für Dinosaurier wie uns. Er bewahrt uns davor, uns in der unerbittlichen Geschwindigkeit der Welt zu verlieren. Man gewöhnt sich nach einer Weile daran. Was? So ziemlich. Oh, hey. So treffen wir uns wieder. Ja, hallo. Telefon. Entschuldig mich kurz. Klar. Willkommen in Riona. Guten Abend. Ich treffe mich mit jemandem. Oh, okay. Wie geht es übrigens deinem Auto? Meinem Auto? Oh, du meinst den Reifen? Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge, denn es war eine einfache Lösung. Aber danke der Nachfrage. Gern. Darf ich eine Tasse russischen Tee bestellen? Russischer Tee. Na, gucken, was brauche ich dafür? Ist war kein Russentee dabei, wenn sie gerade da unten ist. Russischer Tee. Ah, ja, sagt er. Tee, Zitrone, Zimt. Tee, Zitrone, Zimt. Bitte sehr. Russischer Tee für die Dame. Der ist perfekt. Vielen Dank. Gern geschehen. Mit
wem triffst du dich also, wenn ich fragen darf? Das solltest du wissen, oder? Wahrscheinlich mit Lukas. Sie hat wahrscheinlich ihm eine E-Mail geschrieben. Ich meine, die E-Mail-Adresse von ihm haben wir ihr gegeben, also ja, ganz wahrscheinlich geschrieben haben. Immerhin hattest du den Auftrag, mir seine Kontaktinformationen zu geben. Ah, stimmt, ihr zwei habt euch also doch gefunden. Das haben wir, ja. Aber um ehrlich zu sein, ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich ihn überhaupt kontaktieren sollte. Warum? Es gab für mich keinen wirklichen Grund, dies zu tun. Trotzdem habe ich ihm am nächsten Abend eine E-Mail geschickt. Gleich nach dem Abschluss meiner letzten Lieferung um 3 Uhr morgens. Es ist ziemlich spät. Ein bisschen. Aber sicher nicht schlimmer, als es ganz zu vergessen. Doch zu meiner Überraschung antwortete er sofort. Ich hatte keine Ahnung, dass es so eine Nachteule ist. Oder vielleicht auch nur ein extremer Frühaufsteher. Richtig? Ich frage mich, ob er jemals schläft. Die Frage sollte man auch dir stellen. Ups. Jedenfalls antwortete er mir mit einer Entschuldigung. Er bedauerte seine Unhöflichkeit vom ersten Treffen. Was eine weitere Überraschung war, da ich es gar nicht als so ein Problem gesehen hatte. Nun, immerhin ist er am nächsten Abend hierher zurückgekehrt, um dich zu suchen. Ist er das? Ja, er hat es selbst gesagt. Ich verstehe. Wie sonderbar. Auf jeden Fall haben wir unsere Telefonnummern ausgetauscht und schreiben uns seither Nachrichten. Dann sagte er, er wollte sich treffen und persönlich sprechen. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das notwendig ist. Ich meine, vielleicht will er nur plaudern und abhängen. Vielleicht. Ich denke, wir werden sehen. Ja, also Hyde kommt heute Abend nicht. Unter den gegebenen Umständen ist das wahrscheinlich das Beste. Geht es ihm gut? Ja. Er will es heute Abend einfach nur ruhig angehen lassen. Verständlich. Ich habe es ja noch schlimm zu sprechen, muss ich sagen, streckt mich am meisten an, irgendwie, wo ich dann merke, wie es am Hals ein bisschen kratzt nach der Zeit. Ich entschuldige mich für diese Schwankungen. Ich hatte gehofft, dass es im Laufe der Tage stabiler werden würde, aber... Du brauchst dich nicht für etwas zu entschuldigen, das nicht in deiner Macht steht. Das ist richtig, du hast alles versucht, was du konntest. Ich weiß. Danke für dein Verständnis. Wie geht es dir? Hallo. Hast du es geschafft, deine Probleme mit den Kindern zu lösen? Wie bitte? Oh, ich meine das Problem mit der Krankenhauseinweisung von neulich. Oh, das. Einen Moment lang dachte ich hätte einen Streit mit Kindern, von denen ich nichts weiß. Oh, es wird noch schlimmer. Entschuldige das Missverständnis. Keine Sorge, das war lustig. Es ist erst ein paar Tage her, also hat sich nicht viel geändert. Was ist mit dir? Fühlst du dich besser? Ja, nun. Ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie ich mich vor ein paar Tagen verhalten habe. Wir alle haben unsere schlechten Tage, also mach dir keine Sorgen. Danke. Ah, wenn wir schon beim Thema sind. Ich habe Officer Georgi erzählt, was mit deinem Auto passiert ist. Könntest du uns sagen, wo der Vorfall deiner Meinung nach stattgefunden hat? Sicher. Es war sogar ganz in der Nähe der Polizeiwache. An einem gebührenpflichtigen Platz direkt vor der jetzt stillgelegten Bibliothek. Oh, das leerstehende Gebäude an der Börnkreuzung. Ja, das ist richtig. Verstehe. Es war also ursprünglich eine Bibliothek. Du kennst die Gegend? Ich kenne das Grundstück, ja. Ist schon seit langem aufgegeben. Aber es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und ich frage mich oft, warum nichts daraus gemacht wird. Da
da es in einem sehr bevölkerungsreichen, kulturell geprägten Viertel liegt. Stimmt. Daneben gibt es sogar eine Kunsthochschule. Echt? Andererseits fand ich die Straße schon immer ein bisschen seltsam. Seltsam? Inwiefern? Sie ist einfach öde. Vor allem in Anbetracht der Gegend. Das Seltsame daran ist, ich fühle, als wäre es nicht immer so gewesen. Du fühlst es? Meinst du nicht, du erinnerst dich? Nein, ich meine genau das, was ich gesagt habe. Es ist ein Gefühl, keine klare Erinnerung. Seltsam, nicht wahr? Das ist seltsam. Nun ja. Früher gab es dort einen Flohmarkt vor langer, langer Zeit. Vielleicht ist es das, woran du dich erinnerst. Ein Flohmarkt? Als ich das letzte Mal dort hingefahren bin, habe ich nichts als Beton gesehen. Oh, warte. Dort stand ein einzelner toter Baum, umgeben von seltsamen Schmuckstücken. Ein toter Baum? Keine Ahnung, warum ich es fast vergessen hatte. Er stach so hervor. Etwa 1,80 hoch, ohne Blätter. Er stand auch schon ewig da, soweit ich weiß. Der Weißdornbaum war so etwas wie ein Wahrzeichen für uns Fahrer. Die Schmuckstücke, von denen du gesprochen hast, waren in Wirklichkeit Erinnerungen. Erinnerungen? Warte, ich rekapituliere nur kurz, okay? Sicher. Dein Auto wurde in der Nähe eines gebührenpflichtigen Parkplatzes vor einer verlassenen Bibliothek beschädigt. Auf einer scheinbar verlassenen Straße in einer belebten Gegend. Auf der ein großer toter Baum steht, der aus irgendeinem Grund von Erinnerungen umgeben ist. Klingt in etwa richtig. Nur, dass der Baum nicht mehr da ist. Oh? Ach, sind wir doch hier, Georgie Lucas und sagt Pops. Ist das dein Ernst, Babs? Warum sollte das nicht mein Ernst sein? Das ist verrückt. Ja, das sind die beiden. Ihm muss ich dann sein Feuerzeug zurückgeben. Ich würde sagen, der Schnell beende ich jetzt halt die Folge, weil... Ach, lohnt sich sehen, nicht mehr weiter zu machen, wenn man ganz ehrlich ist. Also... Lasst euch eine Bewertung da und auch ein Abo. Seht euch auch mal andere Videos an. Und in der Folge werden wir gucken, was dann die beiden bestellen wollen und oh, was die jetzt eigentlich geredet haben. Über was die geredet haben, so rum. Also, macht's gut. Bis dann und tschüss.